Der Biber ist ein geschäftiger Nager. Gerade wie sein passt, gestaltet er seine Umgebung komplett neu. Knagt an Bäumen und baut Dämme für einen gleichmäßigen Wasserstand. So kann er seine Nahrung einfacher transportieren. Im thurgauischen Uesslingenbuch ist der Biber besonders fleissig und macht einen Haufen Infrastruktur der Gemeinde kaputt. Zum Beispiel auch den Feldweg, wo ein ganzes Loch hat müssen aufgefüllt werden. Ja, das ist ein ganz typisches Bild. Der Biber hat vom Bach unten hat er einfach eine Höhle gehabt, seine Wohnung eigentlich, und ist bis da rübergekommen. Und irgendwann ist mit wo Fahrzeuge durchgefahren sind, ist einfach die Strasse eingefallen. Oder? Das sind Schäden je nach Jahr zwischen 5 und 15 bis 20.000 Franken kann da gehen, wenn mal viel los ist, ja, und der Biber sehr aktiv ist, ja. Weil der Biber geschützt ist, übernehmen der Bund und Kantone die Schäden, die an der Land- und Forstwirtschaft entstehen. Das bringt aber der Gemeinde nicht viel. Denn die Schäden an der Infrastruktur, die werden nicht gezahlt. Das sind schweizweit 1 Million Franken pro Jahr. Im Kanton Thurgau fühlt sich der Biber sichtlich wohl. Nach seiner Ausrottung ist der Nager in den 1960er Jahren wieder angesiedelt worden. Seither ist der Bestand am Wachsen. Besonders in den 90er Jahren ist es steil gegangen. Mit rund 600 Biber gehört der Kanton Thurgau heute zu den grössten Biberkantonen. Darum sucht sich der Biber neue Lebensräume. Wegen dem leiden auch immer wieder die Infrastrukturen der Gemeinden. Der Kanton Thurgau beschäftigt sich schon länger mit diesen Problemen. Natürlich, der Biber ist eine Tierart, die fähig ist, die Landschaft umzugestalten, und zwar so, wie er es für richtig hält. Das sorgt in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft für Konflikte. Das ist klar, das ist eine grosse Herausforderung im Umgang. Weil es gibt kaum ein anderes Tier, außer wenn wir jetzt von uns Menschen abgesehen, wo fähig ist, so fest in auch von uns gestaltete Landschaft einzugreifen. Gerade weil der Biber mit seinen Dämmen Bäche staut, kommt es zum Beispiel häufig zu Überschwemmungen. Mit Präventionsmassnahmen versucht der Kanton dagegen zu heben. Dann geht es vor allem darum, den Wasserstand zu regulieren. Das kann man machen, indem man einen Damm absenkt und den Biber daran hindert, den wieder aufzubauen, wenn man einen Stromdraht zum Beispiel über den, also einen Stromdraht, einen Viehhütedraht über den Damm hineinspannt. Oder man kann auch ein Drainagerohr in den Biberdamm einbauen, wo dann den Wasserstand auf einer gewissen Höhe stabilisiert. Präventionsmassnahmen vom Kanton allein langen aber nicht. Solange der Biber geschützt bleibt und er nicht umgesiedelt oder gejagt werden darf, sollen die Gemeinden auch nicht zahlen für die Schäden an der Infrastruktur. Das verlangt die Standesinitiative zur Änderung des Jagdgesetzes von Paul Koch. Als Forstwart ist er regelmässig mit diesen Problemen konfrontiert. Die Schäden, die dann verursacht werden, zahlt kein Bund und kein Kanton, sondern der Landeigentümer muss das selber zahlen. Und das ist nicht richtig, das ist nicht solidarisch. Und darum war da für mich klar, das muss vom Bund und vom Kanton finanziert werden. Die betroffenen Gemeinden hoffen mit dieser Standesinitiative auf eine endgültige Lösung. Der Nationalrat hat schon mal Ja gesagt dazu. Jetzt liegt das Dossier beim Ständerat.